Der Kapitalismus erzeugt eine permanente Dynamik von Akkumulation, Krise und Innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Gesellschaftliche und politische Kräfte bestimmen die Dynamik des Kapitalismus. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Wie würde Adam Smith heute die ökonomischen Verhältnisse sehen? Keynes würde wohl sagen, es gibt ein Loch in der Ökonomie. Hayek schrieb Der Weg zur Knechtschaft als Warnung. Vorsicht bei Marx mit dem Bromus. Für mich war Poligny ein intellektuelles Erdbeben. Müsste ich Ricardo in ein Stereotyp zwängen, dächte ich an George Soros. Schon bei Adam Smith, Marx und Schumpeter finden wir erste Denkansätze, die die aktuelle Krise erklären. Woher rührt der Kapitalismus? Ist er das Produkt einer natürlichen Gesellschaftsentwicklung? Oder entspringt er Theorien, die parallel zu politischen und technologischen Veränderungen entwickelt wurden? Jeder von uns ist Teil dieses Systems, dessen Geschichte unsere Gegenwart beleuchtet und unsere Zukunft. In Nanjie, dem letzten kommunistischen Dorf Chinas, ist der Osten noch rot. Auf dem zentralen Platz scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und aus den Lautsprechern erklingt noch immer die Stimme des Volkes. Ist der Marxismus das letzte Bollwerk gegen den zügellosen Kapitalismus, der heute in China herrscht? Das Finanzzentrum von London. Auch hier kann es vorkommen, dass Marx überraschend auftaucht. And all Marx and Engels' warning over the dangers of monopoly capitalism and concentrated finance have come to pass. Und dabei hatten wir gedacht, er wäre für immer verschwunden. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und des Kommunismus landete dieses Regierungssystem auf dem Müll der Geschichte. Und Marx gleich mit. Haben wir Karl Marx vielleicht nicht richtig verstanden? Ist seine Sicht auf den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts heute womöglich zutreffender denn je? Chinesische Touristen besichtigen das Geburtshaus von Karl Marx in Trier. Marx wurde 1818 im Rheinland geboren, der westlichsten Provinz Preußens. Dieser Teil des Deutschen Bundes war interessant. Er war von Napoleon besetzt gewesen und daher mit den Ideen der französischen Aufklärung vertraut. Das war das Milieu, in dem er aufwuchs. Ich empfinde keinerlei Reue, schreibt eine junge Frau an ihren Geliebten. Wenn ich die Augen fest schließe, ruhe ich wieder an deinem Herzen, trunken vor Liebe und Glück. Ein ganz gewöhnlicher Liebesbrief, geschrieben zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer deutschen Provinzstadt. Das Besondere an ihm ist nur, dass sein Adressat Karl Marx heißt. In Trier lernte er Jenny von Westphalen kennen. Sie war eine gute Partie für Marx, denn als Sohn eines jüdischen Anwalts war er ein gesellschaftlicher Außenseiter. Sie aber war die Tochter eines preußischen Barons. Er besuchte das Gymnasium in Trier
und ging dann nach Berlin. Ich nehme an, es wurde von ihm erwartet, dass er zur Universität ging, um dort Jura zu studieren. Er war politisch sehr engagiert, denn nach der Französischen Revolution stellte sich die Frage, ob es eine Art liberale Demokratie geben würde und was aus den autokratisch regierten deutschen Staaten werden sollte. All dies beschäftigte ihn sehr. Über ein Jahrhundert später ist der romantische Student aus Trier zum Schrecken der westlichen Welt und des Kapitalismus im Allgemeinen geworden. Captain Capitalism! Ah, making out the old Christmas list, I see. Let's see here. World peace, an end to world hunger, free health care. This isn't a Christmas list, son. Who the hell taught you this, child? Santa did. Marx wird zu einer diabolischen Figur, die hinter jeder gesellschaftlichen Forderung lauert. That red suit gives you away, Karl. Captain Capitalism! So, you discovered my plan. Santa Claus is truly I, Karl Marx, the undead founder of communism. Die Erklärung für diesen radikalen Wandel vom vielversprechenden Studenten zum gefährlichen Revolutionär findet sich vielleicht hier, im Untergeschoss des Museums in Trier. Gut geschützt in einem Safe. Das ist das Originalmanifest der Kommunistischen Partei von 1848. In jenem Jahr wird Europa von Volksaufständen erschüttert. Das ist die Chance, auf die Marx nach seinem jahrelangen Engagement für radikale politische Reformen gewartet hat. Ein Gespenst geht um in Europa, heißt es im Vorwort des Manifests der Kommunistischen Partei. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Aber Marx war mit allen seinen Schriften spät dran. Er veröffentlichte das Kommunistische Manifest erst, nachdem die Aufstände von 1848 bereits begonnen hatten. Tatsächlich ging das Kommunistische Manifest gewissermaßen in der Revolution unter und wurde erst später wiederentdeckt. Die Geschichte des Manifests hatte bereits 5 Jahre zuvor in Paris begonnen, als Karl Marx 1843 Friedrich Engels kennenlernte, den revolutionär gesinnten Sohn eines reichen Fabrikanten aus Manchester. Sie trafen sich in einem Pariser Café, das ein weltweit bekannter Treffpunkt für Schachspieler war. Marx und Engels verbrachten 10 Tage und Nächte im Gespräch. Am Ende hatten sie das Gefühl, sich in allem vollkommen einig zu sein. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Marx' Begegnung mit Engels war ein entscheidender Moment, denn Engels war mit den Verhältnissen in den Fabriken von Manchester vertraut und konnte ihm von den Arbeitsbedingungen erzählen. Sie sind ärgere Sklaven als die Schwarzen in Amerika, schrieb Engels, weil sie schärfer beaufsichtigt werden und dabei wird noch verlangt, dass sie menschlich leben, menschlich denken und fühlen sollen. Wahrlich. Sie können es wieder nur im glühendsten Hass gegen ihre Unterdrücker. Marx 1845 reiste Marx mit Engels nach Manchester, wo er Menschen sah, die unter den unwürdigsten Bedingungen lebten, während sie die industrielle Zukunft aufbauten. Er sah Familien, die durch die Arbeit in der Fabrik auseinandergerissen wurden. Die Mütter gaben ihren Säuglingen morgens vor der Arbeit Opium, damit sie den ganzen Tag über betäubt waren und keine Betreuung brauchten. Für den Journalisten und Ökonomen Karl Marx war dies eine Reise in das Versuchslabor der industriellen Menschheit. Thank you.
Ever hear of Karl Marx? In his mind, communism was born more than 100 years ago. Das Manifest war 1848 fast unbemerkt geblieben. 1917 wurde es zum Programm der bolschewistischen Revolution. Looking closer, we see a public display of giant portraits of communist leaders. Here was a new face, but in the background was an old one, Karl Marx. Der Marx, den die Menschen des 20. Jahrhunderts fürchteten, war der Marx des Kommunistischen Manifests. Das ist der Mann, den die kapitalistischen Regierungen und westlichen Demokratien für den Kommunismus und seine Gräueltaten im 20. Jahrhundert verantwortlich machten. Aber vielleicht haben wir den Fehler gemacht, uns zu sehr auf die revolutionäre Botschaft zu konzentrieren. Vielleicht hätten wir das Manifest als Analyse der eigentlichen Revolution lesen sollen, über die Marx schrieb, den Kapitalismus. Ladies and gentlemen, Karl Marx and Friedrich Engels were the first to chart the uncompromising, unrelenting, compulsively iconoclastic nature of capitalism. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his natural superiors, and has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interests, than callous cash payments. And it was Marx who revealed how capitalism would crush languages, cultures, traditions, even nations in its wake. In one word, it creates a world after its own image, he wrote. I would like to suggest to you that Marx has rarely seemed more relevant. Marx's stock resurges on a 150-year tip was how the New York Times, marked the 150th anniversary of the publication of the Communist Manifesto. A text which more than any other, as they put it, recognized the unstoppable wealth-creating power of capitalism, predicted it would conquer the world, and warned that this inevitable globalization of national economies and cultures would have divisive and painful consequences. Nach der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests wird Marx aus Kontinentaleuropa ausgewiesen. Und so geht er 1850 erneut ins Exil, diesmal nach London. Im Jahr 1850 zog Karl Marx mit seiner Familie in die Dean Street, im Stadtteil Soho. Damals wimmelte es hier von Flüchtlingen, die vor Aufständen auf dem Kontinent geflohen waren. Manche von ihnen besaßen bei ihrer Ankunft nicht mehr als ihre Kleider auf dem Leib. Und viele sprachen kein Wort Englisch. Marx und seine Familie gehörten zu den Glücklicheren. Dennoch bewohnten sie mit drei Erwachsenen und drei Kindern lediglich zwei Räume unter dem Dach. Und aus seinen Erfahrungen und Beobachtungen versuchte Marx, hier nun eine Theorie zu entwickeln. Während Marx mit der Arbeit an seinem Kapital beginnt, wird in London eine große Ausstellung eröffnet, die den Erfolg der industriellen Revolution feiert. Die Weltausstellung war ein Triumph der Industrie und zeigte die größten Errungenschaften der Menschheit. Der Kapitalismus wurde auf den Thron gehoben, während Marx emsig niederschrieb, warum das System nicht funktionieren konnte. Auch wenn es wahre Wunder hervorbrachte, es würde große Zerstörungen anrichten.
Das ist das Original, das Kapital von Karl Marx von 1867. Wenn ich über Marx spreche, frage ich meine Studenten gern, was können wir von Marx lernen? Was müssen wir selbst tun? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Denn in der Vergangenheit haben viele ihren Marx gelesen und dann direkt auf die Realität übertragen, nach dem Motto, hier haben wir die Lösung. Aber ich halte das für falsch. Meiner Ansicht nach können wir nur sehr wenig von Marx lernen. Paradoxerweise erfahren wir bei ihm nicht viel über den Sozialismus, den Kommunismus oder die Zukunft. Dagegen lernen wir viel darüber, wie der Kapitalismus funktioniert. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Das Kapital, Band 1. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Tom! Tom, what do you want for breakfast? What'd you say? What do you want for breakfast? I don't care. Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand. Ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt. Das Kapital. Why can't he make up his mind? Oh well. While she gets Tom's breakfast, let's take a closer look at that pan. The iron ore for that pan came from the Mesabi Range. So let's start there and see what happened. Maybe it'll give us an idea of just what it is we have. Im ersten Band von Das Kapital gibt es einen kleinen Abschnitt mit dem Titel Der Fetischcharakter der Ware. Damit ist im Prinzip gemeint, dass unsere Alltagserfahrung uns nicht alle Informationen zur Funktionsweise eines Systems liefert. Unsere Erfahrung ist, dass wir mit Geld eine Ware kaufen und sie mit nach Hause nehmen können. Doch das sagt noch nichts über die Arbeit aus, die für diese Ware aufgewendet wurde. Es beantwortet nicht die Frage, warum diese Ware doppelt so teuer ist wie jene. Laut Marx verhüllt das Marktsystem all diese gesellschaftlichen Zusammenhänge. Die Gebrauchswerte von Waren unterschiedlicher Qualität sind nicht quantitativ messbar. Die verschiedenen Waren haben nur eine einzige gemeinsame Eigenschaft, die sie beim Tausch vergleichbar macht. Sie sind das Produkt von Arbeit, das Kapital. Die industrielle Revolution, deren Anfang wir gewöhnlich um 1780 datieren, basierte auf der Entstehung zahlreicher Fabriken mit großen Maschinen und natürlich auf einem Arbeitsablauf, der sich stark von dem der Handwerker unterschied, die zum Beispiel ein Möbelstück zimmerten. Dieser Wandel und der Aufstieg des Industriekapitalismus ab 1780 stellte in Marx' Augen eine entscheidende Veränderung dar. Der Arbeiter hat zum Produkt seiner Arbeit dasselbe Verhältnis wie zu einem fremden Gegenstand. Je mehr sich der Arbeiter von seiner Arbeit entfremdet, desto stärker wird die objektive Außenwelt, die er vor sich erschafft. Und desto mehr verkümmern er selbst und seine innere Welt. Karl Marx. Dieser Arbeiter, der Tablets herstellt, möchte nicht erkannt werden. Wir haben ihm eine Kamera gegeben, damit er seinen Alltag außerhalb der Fabrik drehen kann. Diese Arbeiter waren früher Bauern, die von ihren Feldern und ihren Erzeugnissen lebten. Heute stehen sie am Fließband. Die Entfremdung, von der Marx sprach, beginnt mit der Fertigung der Waren. Zhao Shouyi Pan, du
Wenn ich sehe, wie sie sich in den Bus zwängen, erinnert mich das daran, wie ich meine Heimatstadt in der Provinz Guangdong verlassen habe. Auch ich musste damals einen überfüllten Zug nehmen. Du reist mit diesem Zug und steigst schließlich in einer unbekannten Stadt aus. Es ist sehr schwierig, sich hier einzugewöhnen. Wir sind nur hier, um unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Bei Marx ist der Begriff der lebendigen Arbeit von großer Bedeutung. Denn er unterscheidet ihn von den klassischen politischen Ökonomen, die Arbeit als Produktionsfaktor bezeichnen. Denn für sie ist Arbeit etwas, das in den Produktionsprozess einfließt. Für Marx hingegen war die Arbeit selbst ein Prozess. Früher habe ich in der ersten Vorlesung in Geografie immer gefragt, wissen Sie, wo Ihr Frühstück herkommt? Und die Studenten sagten dann, aus der Cafeteria. Und ich fragte, ja, aber ursprünglich, aus dem Supermarkt. Und woher davor? Woher? Wir kamen auf die Arbeiter, die in der Dominikanischen Republik Zuckerrohr ernten, für den Zucker auf ihrem Frühstückstisch. So entwickelten sie eine Beziehung zu der Person, die das Zuckerrohr geschnitten hatte. Aber der Markt verschleiert all diese Informationen. Diese grünen Felder in Indien zeugen von etwas, das Marx als eine weitere Begleiterscheinung des wachsenden Marktes betrachtete. Die Notwendigkeit, immer mehr von der Natur in Waren zu verwandeln. Diese Baumwollproduzenten haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Invasion von gentechnisch verändertem Saatgut zu kämpfen. Saatgut gilt in Indien als Quelle des Lebens. In dem Wort Bija steckt das Wort Ja, Leben. Bei jedem Ritual geht es darum, Saatgut für die Ewigkeit zu bewahren. Genmodifiziertes Saatgut wird heute wie eine Ware produziert. Den Landwirten werden bessere Ernten versprochen, wenn sie es jedes Jahr aufs Neue kaufen. Biotechnology, answering the world's call for a better future. Today. Für einige dieser Frauen ist die Hoffnung auf eine üppige Ernte zur Katastrophe geworden. Da genmodifiziertes Saatgut jedes Jahr neu erworben werden muss, waren ihre Männer gezwungen, sich zu verschulden. Alle borgen sich Geld, um das Saatgut auf Kredit zu kaufen. Aber die Kreditgeber verlangen Sicherheiten in Form einer Hypothek auf Grund und Boden. Kann ein Bauer dann 2 Jahre später nicht zahlen, kommt der Geldverleiher, der ein Vertreter der Saatgut- und Pestizidhersteller ist, und sagt, dein Land gehört jetzt mir. Die Ernte hat sich nicht gut verkauft. Die Gesundheit unserer Kinder hat sich verschlechtert. Unsere Schulden sind gestiegen. Als er die Ernte nicht verkaufen konnte, hat er Gift geschluckt. Draußen auf den Feldern. Wie hoch waren die Schulden? Das hat er mir nie gesagt. Sie sagen ihren Frauen nicht, dass sie sich für das Saatgut verschuldet haben, weil sie sich schämen. Der Verlust ihres Landes ist ein Schock, denn die Bauern fühlen sich hier noch sehr mit ihrem Grund und Boden verbunden. Viele beenden ihr Leben dann, indem sie Pestizide trinken. Bis heute gab es bereits 260.000 Selbstmorde. Durch die Gier nach immer mehr Kapital ist das Saatgut zu etwas geworden, das jedes Jahr neu gekauft werden muss.
Es wurde zur Ware, zum Konsumartikel gemacht und stellt so für die Unternehmen eine neue Einnahmequelle dar. Das Leben wird zur Ware. Eine interessante Vorstellung. Ist eine Kuh oder ein Schwein dann auch eine Ware? Ich würde sagen, sie sind schon seit langem zur Ware geworden. Und das kümmert uns auch nicht weiter. Aber wo ziehen wir die Grenze? Vielleicht beim Menschen. Ich denke, wir sorgen uns nur um die Menschen. Möglicherweise hat unsere Gesellschaft diese Grenze bereits überschritten. Her announcement made headlines around the world. Angelina Jolie underwent a double mastectomy after a genetic test showed she had a mutated BRCA1 gene, giving her an 87% chance of getting breast cancer. Her news put this company, Myriad Genetics, front and center. It has patents on the BRCA1 and 2 genes. Sobald das Leben zur Ware wird, unterliegt es den Gesetzen des Marktes. Und neu entdeckte Gene können, ähnlich wie Saatgut, durch Patente geschützt werden. Das Investitionssystem in unserem Land ist für viele der Grund dafür, dass wir lange Zeit in sehr vielen Bereichen marktführend waren. So funktioniert das eben. In Marx' Augen verändert unser Produktionssystem nicht nur das Leben, sondern auch unsere Wahrnehmung von der Natur und von uns selbst. Für Marx ist auch der gesellschaftliche Wandel ein Prozess. Aber sowohl die Ideen als auch der Produktionsprozess müssen sich wandeln, sonst ist eine Veränderung bedeutungslos. Das Zusammenspiel zwischen dem Produktionsprozess, den Ideen, den gesellschaftlichen Verhältnissen und den institutionellen Einrichtungen muss sich ändern. Und unser Alltag muss sich ändern. The World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing. The world's largest industrial biotechnology event. Dieser Fetischismus, um Marx' Begriff zu gebrauchen, verschleiert die Auswirkungen der Vermarktung auf die Gesellschaft. Noch vor 60 Jahren wurden wissenschaftliche Innovationen nur selten patentiert und nie derart industrialisiert. 1955, a year of anxiety and triumphs. A major medical hurdle was crossed with the discovery by Dr. Jonas Salk of the anti-polio vaccine. Vor 60 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, den Polio-Impfstoff zum Patent anzumelden oder ihn zu vermarkten. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say, there is no patent. This is, could you patent the sun? Es gab Zeiten, da hatten wir verrückte Vorstellungen von gesellschaftlicher Solidarität. Heute sind wir alle Individuen. Dem Neoliberalismus sei Dank. The 60s caught capitalism completely off guard. How are companies to sell products to a generation that had rejected consumerism? The answer was to tune into the movement and to sell to the individual in everyone. The strategy worked. The marketing machine captured the spirit of 60s individualism and made it its own. Ich bezeichne Marx' Ideen gern als koevolutionäre Theorie des gesellschaftlichen Wandels. Der Kapitalismus ist ständig in Bewegung und mit ihm die Ideen und gesellschaftlichen Beziehungen. Leaving ideology behind, we now derive a sense of personal identity and empowerment from the goods we purchase and consume. Go on, break the rules, define who you are. With our sneakers. Gegen Ende des Kapitals kommt Marx auf den Begriff des Fetischismus zurück. Und der größte Fetisch ist natürlich das Geld und das Kreditwesen. Do you have money jitters? Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America. Damit die Nachfrage und die Gewinne von morgen steigen können, hat die Produktion Finanzierungsbedarf.
Es werden Kredite benötigt. Und daraus lässt sich folgern, dass die Akkumulation von Kapital seit jeher mit einer Akkumulation von Schulden einhergegangen ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Ein großer Teil des Kapitals ist stets fiktiv und besteht lediglich aus Wertzeichen, die als gemeinsames Maß für den Tauschwert dienen. Das Kapital. Was Marx sehr klar aufgezeigt hat, waren die fundamentalen, grundlegenden Beziehungen. Die Beziehung zwischen der Akkumulation von Schulden und der Akkumulation von Kapital lässt sich auf verschiedene Weise betrachten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Nehmen wir den Wohnungsbau. Woher bekommen die Bauträger das Geld dafür? Sie gehen zu einem Finanzinstitut und sagen, geben Sie uns das Geld und wir kaufen die Grundstücke und bauen die Häuser. Von der Rendite zahlen wir das Darlehen dann zurück. Damit das funktioniert, müssen die Bauträger die Häuser verkaufen. Die Käufer gehen zu demselben Finanzinstitut und sagen, leihen Sie mir das Geld, um das Haus zu kaufen, das Sie finanziert haben. Das ist fiktives Kapital, denn das Finanzinstitut hat mit seinem überschüssigen Geld sowohl den Bau als auch den Kauf der Häuser finanziert. Derzeit erleben wir eine Krise, in der fiktives Kapital allgegenwärtig ist. Aber der brillante Karl Marx sagt, der Fetisch ist nur eine oberflächliche Erscheinung. Ich werde dahinter schauen und euch das wahre Wesen dieses Fetisches beschreiben, aus dem das fiktive Kapital entsteht. Adrian Sobaru kann als Opfer dieser Art fiktiven Kapitals bezeichnet werden. Seine Geschichte beginnt am 23. Dezember 2011 im rumänischen Parlament. Romania's Parliament canceled a no-confidence vote on Thursday after a Romanian electrician staged a one-man protest. Das war ein ganz besonderer Tag, an dem im Parlament eine wichtige Sitzung stattfand. Es wurden politische Angriffe zwischen der regierenden Partei und der Opposition erwartet. Wir saßen alle in der Redaktion, als eine Kollegin plötzlich rief, er ist gesprungen. Daraufhin waren im Fernsehen merkwürdige Geräusche zu hören, denn die Live-Berichterstatter waren auf so etwas nicht vorbereitet. Wir hörten Lärm und sahen Bilder, die wir nicht verstanden, weil wir nicht wussten, wer da, warum gesprungen war, was passiert war. Ihr habt uns kaputt gemacht. Ihr habt die Zukunft unserer Kinder ruiniert. Ihr könnt uns unser Geld und unser Leben nehmen, aber nicht unsere Freiheit. An jenem Morgen bin ich um 3 oder 4 Uhr aufgestanden und habe das T-Shirt vorbereitet. Meine Aktion hätte ohne das T-Shirt keine Beachtung gefunden. Ich erinnere mich an den Moment, kurz bevor ich mein Hemd aufknöpfte. So habe ich noch nie in meinem Leben gezittert. Ich habe nicht gegen eine Person, sondern gegen ein System protestiert, für das Menschen belanglos sind. In dieser kleinen Wohnung in Bukarest haben Adrian Sobaru und seine Frau mit dem mageren Gehalt eines Technikers beim staatlichen Fernsehen 2 Kinder großgezogen. 2011 wurde ihr Einkommen um 25% gekürzt, ebenso wie die finanziellen Hilfen für die spezielle Ausbildung ihres autistischen Sohns Kalin. Er ist nicht verrückt.
Er hat das aus Protest getan. Auf die Folgen hatte er keinen Einfluss. Aber selbst nach allem, was passiert ist, bereut er nichts. Vielleicht hat das dazu beigetragen, etwas in den Herzen seiner Mitmenschen zu bewegen. Darauf hofft er immer noch. Wie konnte die Verschuldung seines Landes Adrian Sobaro zu diesem Akt der Verzweiflung treiben? Ich nehme an, das hat damals alle Rumänen schockiert. Aber für mich steht dieser tragische Vorfall in einem viel größeren Zusammenhang. Ich habe viele Jahre lang darüber nachgedacht, was in der Finanzbranche schiefgelaufen ist und wie es zu solchen Entgleisungen kommen konnte. Wir haben festgestellt, dass unser Wachstumsmodell zu simpel und zu sehr dem Finanzmarkt unterworfen war. Durch den freien Kapitalverkehr, die Liberalisierung des Finanzmarkts und die Überschuldung des Privatsektors wurde die Wirtschaft als Ganzes anfällig und verletzbar. Und das kann in einer Krise sehr schmerzhaft enden. Der Zustrom von ausländischem Kapital auf der Suche nach Rendite überschwemmte die rumänischen Banken und bescherte dem Land ein Wachstum, das auf einer hohen Verschuldung basierte. Die Banker nutzten die Gunst der Stunde, um günstige Kredite an die Konsumenten zu vergeben. Über die Bankkanäle gelangte viel ausländisches Geld nach Rumänien, das auch die rumänischen Konsumenten erreichte. Plötzlich konnte sich jeder neue Autos und Häuser kaufen. Die Leute dachten sich, nun, da wir die Marktwirtschaft haben, können wir uns auch mehr leisten. Tatsächlich waren die Erwartungen aber zu hoch und vielleicht auch oft falsch. Romania now the latest European country wrestling with violent protests over budget cuts and financial issues. Hier wie anderswo ist die Finanzblase geplatzt. Genau wie Marx es vorhergesagt hatte, sind die Schulden nur fiktives Kapital. Als Angestellter in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt hat Adrian Sobaro nie vom Wirtschaftsboom profitiert. Doch als die Blase platzte, wandte sich der Staat gegen seine schwächsten Bürger, wie ihn. Kapitalkrisen sind ständig in Bewegung. Nehmen wir die jüngste Krise, sie begann auf dem Wohnungsmarkt. If deputies Alan Mathias and Derek Steverson come to your door, your house no longer belongs to you. It belongs to the bank. Und dann waren es die Finanzinstitute. There's blood in the streets and no one knows when the bleeding stops. Daraus wurden schließlich Staatsschulden, die auf die Bürger abgewälzt werden. Aber weil viele Menschen diese Last nicht tragen können, sitzen in einigen Fällen wieder die Finanzinstitute auf den Schulden. Marx zeigt diesen Kreislauf sehr deutlich auf. Und wie dieser Kreislauf letztendlich in einem Prozess der Zerstörung mündet. Der Tsunami, der durch die Gier nach Rendite auf das fiktive Kapital ausgelöst wird, trifft am Ende auch Indien, eines der größten Schwellenländer. Der Begriff Schwellenland taucht Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auf. Er wurde von den Mitarbeitern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds geprägt und bezeichnet eine Wirtschaft, die sehr schnell wachsen wird. Warum ist Wachstum für diese Leute so wichtig? Nicht nur, weil sie glauben, dass es die Armut verringern wird. Sie interessieren sich vor allem für das quantitative Maß des Wachstums. Warum? Weil bei näherer Betrachtung
Ein Wachstum der Realwirtschaft oder des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 8 oder 9%. Die Rendite für Finanzinvestoren in den Finanzmärkten sehr viel stärker ansteigen lässt. Daher war die indische Börse 2009 die drittlukrativste der Welt. Die Bombay Stock Exchange bot damals jährliche Renditen von durchschnittlich 48%, was sehr beachtlich ist. So wurde Indien zu einem Außenposten des globalen Finanzkapitals. Dieses Finanzkapital, das Marx als fiktiv bezeichnete, hat Schätzungen zufolge rund 200 Millionen Menschen den Aufstieg in die Mittelschicht ermöglicht, während gleichzeitig fast 800 Millionen weiter von einem Dollar pro Tag leben müssen. Die heutige Welt ähnelt der Welt, die Marx im 19. Jahrhundert studierte. Er hat sich viele Gedanken über die Ungleichheiten seiner Zeit gemacht, von denen unsere heutigen Ökonomen lernen könnten. Was Marx und den kommunistischen und sozialistischen Bewegungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sorge bereitete, war vor allem die Stagnation der Löhne. Diese Stagnation führte dazu, dass beispielsweise ein amerikanischer Vorstandsvorsitzender, der 1950 das 20-fache seiner Angestellten verdiente, im Jahr 2000 das 120-fache Gehalt erhielt. Und bis 2013 hatte sich nochmals fast verdoppelt. Die Realität des 21. Jahrhunderts sieht also genauso aus wie die des 19. und der vorhergehenden Jahrhunderte. Wir haben ein langsames strukturelles Wachstum und eine Kapitalrendite, die höher liegt als dieses Wachstum. Und anders als Marx dachte, wird sich dieses Problem nicht von allein lösen. Das heißt, die wirtschaftlichen Kräfte werden diesem Prozess kein natürliches Ende bereiten, sondern er kann ewig so weitergehen. This is CNN Breaking News. It was a Monday morning like none other in the 158-year history of financial giant Lehman Brothers. The company went bankrupt. Wenn der Kapitalismus, entgegen Marx Vorhersagen, nicht vor dem Aussteht, welche andere Erklärung gibt es dann für die Krise von 2008 und ihre Folgen? We recognize that the very nature of globalization, which creates ever higher standards of living, also is a process which we call creative destruction. The problem with creative destruction is that it is destruction. Der Begriff kreative Zerstörung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Wirtschaftswissenschaftler Josef Schumpeter geprägt. Schumpeters Aussage war, dass der Kapitalismus sich ständig selbst revolutioniert. Er nannte das den Prozess der industriellen Mutation, der unaufhörlich alte Strukturen zerstört und dafür neue schafft. Und der Motor dieses Wandels ist der Unternehmer. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Die positive Seite der kreativen Zerstörung ist, dass ein neues Produkt oder eine neue Produktionsmethode entwickelt wird. Aber es gibt auch den zerstörerischen Aspekt. Ältere Methoden oder Produkte werden dabei verdrängt und das stellt für die Menschen einen Verlust dar. Schumpeter hat sich allerdings weniger mit dem Verlustaspekt als vielmehr mit der kreativen Seite befasst. Schumpeter teilte Marx' Ansicht, dass der Kapitalismus dynamisch ist. In seiner Geschichte der ökonomischen Analyse kritisiert Schumpeter beispielsweise die Theorie des Gleichgewichts. Es gibt kein Gleichgewicht. Ein ständiges Ungleichgewicht. Da ist er einer Meinung mit Marx.
We are one people. With one will, one resolve, one cause. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Für ihn entstand das Ungleichgewicht dadurch, dass die Unternehmer neue Verfahren, neue Produkte und neue Vermarktungsarten erfinden, die das alte System destabilisieren. Er ergänzt also die marxische Theorie der Akkumulation durch die Feststellung, dass der Kapitalismus selbst durch seine Innovationen den Wert älterer Investitionen zerstört. Befinden wir uns also mitten in einer Krise, die Teil eines ewigen Kreislaufs kreativer Zerstörungen ist? Oder erleben wir gerade das Ende eines Prozesses, wie Marx es für unumgänglich hielt? Das war wohl das Wochenende, bevor Lehman pleite ging. Normalerweise war es immer ziemlich laut, aber damals konnte man eine Stecknadel fallen hören. Es herrschte Grabesstille. Ich konnte die Erstarrung des globalen Systems fast körperlich spüren. Und das war ziemlich beängstigend. Das hat mich an vieles erinnert, was ich als junger Mann gelesen und studiert habe. Damals habe ich Marx tatsächlich zum Spaß gelesen. And all Marx and Engels' warning over the dangers of monopoly capitalism and concentrated finance have come to pass. So why then? No total collapse of capitalism. Because right around the world, governments have been forced to bail out the so-called free market. We have bailed out the banks, we have subsidized industries, we've sorted out the insurance sector, we've underpinned financial services. It is the forces of collectivism which have saved capitalism. 1991 ist der Sozialismus, zumindest der Kommunismus, mit dem Ostblock untergegangen. 2008 starb der Kapitalismus. Als ich ein junger Student der Wirtschaftswissenschaften war, gab es einen großen Streit zwischen den Sozialisten, die an eine zentrale Planwirtschaft glaubten, und den Hayekianern oder Liberalisten, die auf das Wunder des Marktes setzten. Die Befürworter der Marktwirtschaft argumentierten, dass der Kapitalismus ein evolutionärer Kampf sei, in dem die Stärksten siegen, während die Schwächeren, die weniger produktiv und profitabel sind, untergehen. The New York State Attorney General says that Citigroup, Merrill and seven other banks which got $175 billion in tax-funded bailout money paid out $33 billion in bonuses. Well, what happened after 2008? Die Rettungspakete für die Banken, die nach 2008 geschnürt wurden, waren so etwas wie umgekehrter Darwinismus. Inverted. Je erfolgloser die Banker und je größer die Verluste ihrer Bank waren, desto größer war auch die Unterstützung seitens der Steuerzahler und desto erfolgreicher wurde dem Rest der Gesellschaft das Geld aus der Tasche gezogen. Wir haben es hier mit einem neuen System zu tun, das ich gern als Bankrottokratie bezeichne. Die Herrschaft der bankrotten Banken. The whole point about the contradictions of capitalism is not specifically whether Marx's analysis is relevant, which personally I think in many ways it is, but it's the outcome, it's the synthesis, and our capacity to basically nurture and establish coping mechanisms. On Marx's tombstone, as you'll know if you've been there, there's an inscription taken from the Theses on Feuerbach, which says, "The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it," which is precisely what our antecedents have done by developing coping mechanisms like institutions of the rule of law, limited liability companies, trades union, mutual societies, insurance, welfare, and technological discoveries that drive productivity, income, and jobs. Finding those coping mechanisms is an endless task, and we need to make more progress.
Schließlich vollendete Marx das Kapital. Er hatte erlebt, wie seine Frau und seine Töchter erkrankten und unter der Armut litten. Als das Kapital fertig war, hatte er bereits 4 Kinder begraben. Nun wartete die Familie auf die Anerkennung, die er ihrer Meinung nach für dieses Buch verdiente. Und sie hofften, dass es nicht nur ihr Leben, sondern die Welt verändern würde. Aber nichts geschah. Als das Kapital herauskam, begannen Engels und die Familie damit, Besprechungen zu schreiben, damit es nicht übersehen wurde. Doch ihre Buchbesprechungen sollten die einzigen bleiben. Marx hat sich davon nie wieder ganz erholt. Er stirbt am 14. März 1883, 2 Jahre nach seiner Frau. An seinem Begräbnis nehmen nur 11 Personen teil. Engels hält die Grabrede. Am Nachmittag des 14. März 1883 um 3:15 hat der größte lebende Denker aufgehört zu denken. Ursprünglich hatte die Familie Marx hier in Highgate eine sehr kleine und bescheidene Grabstelle, ganz in der Nähe des heutigen Denkmals. Erst 1956 beschloss die Kommunistische Partei, dass ein so bedeutender Mann wie Marx ein größeres Grabmal verdiente. Und so ließen sie dieses Grabmal aufstellen. In gewisser Weise ist dies symptomatisch für den Umgang mit Marx' Vermächtnis und seinen Ideen, die im 20. Jahrhundert oft falsch ausgelegt wurden. ...1929 steht der Kapitalismus vor dem Aus. Und Marx' Vorhersagen scheinen sich zu bewahrheiten. 2 Rivalen mit grundverschiedenen Weltbildern versuchen, den Kapitalismus vor sich selbst zu retten. Ihr Disput wird das 20. Jahrhundert prägen und dauert bis heute an.